1984 lanciert die spanische Traditionsmarke Seat mit dem Kleinwagen Ibiza ihr erstes eigenständiges Modell. Während in anderen europäischen Ländern der Automobilbau nach dem Zweiten Weltkrieg boomte, hinkte Spanien lange hinterher. Als im Jahre 1950 die Marke Seat gegründet wird, da ist Spanien in Sachen Automobilität eigentlich noch ein echtes Entwicklungsland. Die Straßen sind in einem miserablen Zustand. Autos kann sich nur eine kleine Oberschicht leisten. Und die meisten Spanier, die reisen immer noch mit dem Bus durchs Land. Aber das soll sich bald ändern. 1953 läuft im Werk Zona Franca in Barcelona der erste Seat vom Band. Aber bis zum ersten echten Seat, da wird noch viel Zeit vergehen, denn bis in die 80er Jahre baut Seat ausschließlich Fiat-Modelle in Lizenz. Den Anfang machte die Limousine Seat 1400, gefolgt vom 1500. Der Seat 600 wird ab 1957 zum Verkaufsschlager. Es folgen weitere Fiat-Derivate bis hin zum Panda. 1984 kommt mit dem Ibiza die erste Eigenentwicklung, anfangs noch mit schwarzem Kühlergrill und schwarzen Stoßfängern. Der Prototyp des Ibiza trägt den Namen S1, Seat Nummer 1. Das klingt nach radikalem Neuanfang und das ist es auch. Denn mit der Trennung vom Fiat-Konzern, da macht Seat Tabula Rasa in Barcelona. Das fertige Modell trägt dann aber den Namen der beliebten Baleareninsel Ibiza und begründet damit auch das Prinzip der Namensgebung bei Seat. Jedes Modell bekommt den Namen einer spanischen Stadt oder Region wie Córdoba, Marbella oder Alhambra. Wobei Alhambra ist doch eine Festung, oder? Egal, also in Deutschland würde das nicht so gut funktionieren, denn Modelle wie Schweinfurt, Rüsselsheim oder Castrop-Rauxel klingt nicht so sexy. Nach der Trennung von Fiat im Jahr 1981 schließt Seat ein Produktionsabkommen mit Volkswagen. 1986 gliedern die Wolfsburger Seat in den VW-Konzern ein. Nach über 10 Jahren schreibt der marode spanische Autobauer wieder schwarze Zahlen. Schon bei der Entwicklung des Ibiza holt sich Seat massive Unterstützung aus dem europäischen Ausland. Das Design kommt aus Italien, das Karosseriekonzept von Karmann aus Osnabrück und den Motor, den konstruiert Porsche in Stuttgart. Und die deutschen Sportwagenprofis, die kümmern sich auch um den Feinschliff beim Fahrwerk. Und so glänzt der Ibiza in seiner Klasse mit einer hervorragenden Straßenlage. Und auch die Fahrleistungen, die können sich wirklich sehen lassen. Dieser 1,2 Liter mit 71 PS schafft immerhin 158 km/h Spitze. Der Seat Ibiza war einer der fortschrittlichsten Kompaktwagen seiner Zeit. Der Seat Ibiza ist eigentlich das Paradebeispiel für einen modernen Kleinwagen. Viel Platz auf geringer Fläche. Er ist genauso lang wie der VW Polo damals, hat aber ungefähr den Radstand des größeren Golf 2. Und das Resultat sieht man ganz klar. Extrem kurze Überhänge vorn und hinten. Und das macht viel Platz im Innenraum für Passagiere und Gepäck. Eine kantige Kombilimousine, anfangs ausschließlich mit 3, ab 1986 auch mit 5 Türen erhältlich. Zugegeben, nicht jeder Autonostalgiker gerät bei diesem Anblick in Ekstase. Doch die frühesten Ibiza firmieren inzwischen als Oldtimer und Zeitzeugen der schnörkellosen 80er Jahre. Platzangebot und Komfort liegen auf dem Niveau höherer Fahrzeugklassen. Das Plastikinterieur allerdings erinnert an eine triste Behördenstube. Bei diesem Seat Ibiza handelt es sich übrigens um das 1991 erschienene Facelift-Modell. Und zu dem New Style gehört unter anderem eine veränderte Stoßstange, weiße Blinker und diese seltsame Kühlergrill-Plastikverkleidung, die gar nicht so schön ist. Werfen wir also lieber einen Blick auf die inneren Werte. Hier unter der Motorhaube, da befindet er sich der Vierzylindermotor vom System Porsche mit in die Kolbenböden eingelassenen Brennkammern. Dieses Aggregat genießt den Ruf, besonders drehfreudig, besonders sportlich und besonders sparsam zu sein. Tja, und dieser Schriftzug Porsche hier, der schafft natürlich Vertrauen. Das wussten natürlich auch die cleveren Schwaben und ließen sich für jeden gebauten Motor
mit dem Porsche-Logo eine Lizenzgebühr von 7 D-Mark bezahlen. Eine gute Investition, denn eine günstigere Möglichkeit gibt es kaum, um sagen zu können, Schatzi, ich fahre Porsche. ,2 Liter Hubraum, 71 PS. Seinerzeit genug für respektable Fahrleistungen. Denn mit schlanken 890 Kilogramm wiegt der erste Seat Ibiza gerade mal so viel wie heute ein Smart. Anfängliche Qualitätsprobleme bei der Fertigung merzen die Spanier bald aus. Der Seat Ibiza, das Ideenauto, mit Liebe gebaut, mit Freude gefahren. Ja, mit dem Ibiza steigert Seat seine Exportquote um 76%. Gut, man hat vorher auch nicht so viele Autos ins Ausland verkauft, aber dieser Erfolg macht die Marke attraktiv und ab 1986 übernimmt Volkswagen die Regie bei Seat. Und somit ist dieser Seat Ibiza nicht nur der erste, sondern auch der einzig echte Seat, denn schon die zweite Baureihe ab 1993 basiert komplett auf dem VW Polo und die Entwicklung, die erfolgt ab sofort mit dem Know-how und der Technik von Volkswagen. Mit 5 Millionen produzierten Exemplaren ist der Seat Ibiza längst Spaniens meistverkauftes Auto. Bis heute sprechen die Spanier mit dem sportlich-dynamischen Markenimage recht erfolgreich die jüngeren Käuferschichten an.